Ich möchte mit euch unserer Stadt, ja vielmehr unseres Dorfes Bestes suchen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendeinen Ort ausschließen, ob das nun Großenaspe ist, Heidmühlen, Ladendorf, Bostedt, Bad Bramstedt, Wiemersdorf, Hasenkrug, Brokstedt, Havetoft, Bollingstedt. Was habe ich vergessen? Krugaspe, Chengdu, genau. Das ist denn die wirklich Stadt, ne? Die einzige Stadt hier. Nanjing auch. Okay, jetzt lerne ich ja richtig chinesische Städte. Mensch, ist ja abgefahren. Wir wollen heute für dein Ort, für deine Stadt das Beste suchen und natürlich auch finden. Was könnte das Beste sein, was unserem Dorf, was unserer Stadt passieren kann? Was könnte das sein? Friede. Gebet. Glaube. Erweckung. Ui. Ja. Aha. Ja? Bewahrung. Genau. Gemeinschaft. Kinder. Halleluja. Das ist ein Segen der Stadt und des Dorfes. Ja. Genau. Schöne Antworten. Vielen Dank. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in einen Brief des Propheten Jeremia, in dem er uns schreibt, jetzt können wir gern mitlesen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie wiederum Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, des Dorfes Bestes, dahin ich euch hab wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl ergeht, also der Stadt oder dem Dorf, so geht's auch euch wohl, so der Prophet Jeremia. Um diesen Text vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können und besser verstehen zu können, müssen wir uns vielleicht mal die Zeit anschauen, in dem er geschrieben wurde. Das Land Israel lag strategisch zwischen den Großmächten im Südwesten Ägypten und im Norden dem Zweistromland. Das Assyrische Reich, später dann die Babylonier und dann die Perser. Also heute vielleicht geografisch könnt ihr euch das vorstellen, Syrien, dann Irak und dann der Iran, das ist alles dann dieses lange Zweistromland. Das waren damals richtig große Mächte und Israel lag genau dazwischen. Und nur wenn diese großen Mächte gerade mal ein bisschen so nicht so groß waren und nicht so stark waren, konnte Israel aufblühen. Ansonsten waren sie immer so ein Reich oder die Babylonier. Und da sind wir gerade. Die Babylonier wurden gerade stärker und haben 612 vor Christus die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, Ninive, eingenommen und zerstört. Das Reich Juda unterwarf sich in dieser Zeit mehrmals dem babylonischen König. Nebukadnezar hieß der. Aber fiel auch immer gleichzeitig wieder von ihm ab, weil sie hofften, unabhängig zu sein und widerstrebten ihm. Und irgendwann war es dem König zu bunt und er nahm Jerusalem ein und verschleppte die Oberschicht und 10 Jahre später fast das gesamte Volk nach Babylon, in dieses Zweistromland, heutiger Irak, genau.
Die jüdische Bevölkerung wurde also deportiert und damit war es vorbei mit dem jüdischen Staat. Die Juden empfanden diese Umsiedlung nach Babylon als Strafe Gottes, weil sie sich als Volk von ihm abgewandt hatten. Und in dieser Zeit traten immer wieder Propheten auf, die sagten und die der Meinung waren, Gott würde dem babylonischen Reich bald ein Ende bereiten. Wartet ganz kurz, 2 Jahre oder so, dann fällt der babylonische König und dann kommt ihr wieder alle zurück. Der Königssohn und das ganze Volk wird zurückkommen. Aber dem entgegen spricht Jeremia hier, baut Häuser und wohnt darin. Für 2 Jahre? Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Ein regelrechter Prophetenstreit entbrannte, wie wir im Kapitel davor lesen können, dass Jeremia den Propheten Hanania ganz scharf angriff. Der sagte, in 2 Jahren kommt ihr zurück. Und Jeremia sagte, ja klar, wenn Gott dir das gesagt hat, dann Amen dazu. Aber Gott sagte ihm, nein, es dauert länger. Baut Häuser und wohnt darin, schreibt er den Leuten in Babylon. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Etwas später im Vers 10 lesen wir dann noch, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Gott prophezeit den Weggeführten eine lange Wartezeit. Ja, sogar den Ausblick für die Erwachsenen, ihre Heimat nicht mehr wiederzusehen. Und dennoch sollen sie nicht aufhören zu leben, zu arbeiten, Häuser zu bauen, Garten zu pflanzen und zu lieben. Sie sollen als ein starkes Volk in die Zukunft gehen, denn die Perspektive kommt. In 70 Jahren werdet ihr zurückkehren. Sie haben die Zukunft Gottes vor Augen. Interessanterweise kommen heute Menschen aus dieser Region zu uns. Die hierher nicht weggeführt wurden, aber geführt wurden, weil es in ihrem Land nicht sicher ist. Und vielleicht haben sie auch dieses Gefühl, dieses hoffentlich ist bald Frieden, hoffentlich kommen wir bald zurück. Dauert es noch lange? Oder ist für sie auch die Frage, müssen wir hier Häuser bauen, müssen wir Gärten bauen, dass wir hier uns einrichten für die nächste Zeit? Wie lange dauert es? Welche Hoffnung haben wir? Und für uns die Perspektive vielleicht, lassen wir sie Häuser bauen? Lassen wir sie Gärten pflanzen? Im Text geht es weiter. Und diese Anweisung müsste für die Weggeführten damals wie ein Nadelstich sein. Suchet der Stadt Bestes, in der ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl ergeht, so geht es auch euch wohl. Wir sollen beten für unsere Feinde, die Leute, die uns aus unserer Heimat verschleppt haben? Das ist doch eine große Herausforderung. In einer Auslegung fand ich zu diesem Wohlergehen den Zusammenhang des jüdischen Wortes Shalom, der weitaus ja mehr Bedeutung hat als nur, es wird dir gut gehen. Ich fand eine Definition, das hebräische Wort Shalom bedeutet zunächst die Unversehrtheit, das Heil, der Frieden. Es ist damit nicht nur die Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch die Gesundheit, die Wohlfahrt, die Sicherheit und die Ruhe. Alles Wünsche, die ihr gerade genannt habt, was wir der Stadt Bestes tun können, des Dorfes Bestes tun können, den Shalom zu bringen. Ein jüdischer Gelehrter schrieb zum Shalom,
Shalom ist der Friede, der allein versöhnt, der stärkt, der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhält und uns von Unrast und von der Knechtung durch unbefriedigte Gelüste freimacht. Uns das Bewusstsein des Erreichen gibt, das Bewusstsein der Dauer inmitten unserer eigenen Vergänglichkeit und aller Äußerlichkeiten. Und ich glaube, diesen Frieden können wir Menschen nur haben, wenn wir wissen, dass ein liebender Gott alles um uns herum in der Hand hat. Und dass er uns selbst, dass wir selber nicht versuchen müssen, Gott zu sein. Und um diesen Frieden sollen also diese Weggeführten in ihrer Heimat beten. Mit der Perspektive, so geht's auch euch wohl, so geht's auch euch gut, so habt ihr Shalom, so habt ihr diesen Frieden. Was können wir nun davon mit in unsere Dörfer nehmen, in unsere Städte? Nun, wir sind nicht im Exil. Wir haben uns meistens, denke ich, den Ort aussuchen dürfen, in dem wir leben. Nun, vielleicht würden einige von euch ganz entgegnen mit der Jahreslosung, ich glaube von 2013 oder 2014, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Steht im Hebräer 13, Vers 14. Das ist ja auch gut zu wissen, dass die Erde nicht das Ende ist, dass mein Wohl im Leben nicht das Wichtigste ist. Denn es kommt noch etwas, was danach kommt. Aber diese Prophezeiung hatten die Israeliten auch. Sie wussten, danach kommt noch etwas, was weitergeht. Es geht zurück in ihre Heimat. Und dennoch sollen sie beten für ihre jetzige Heimat. Und dieser Gedanke hat mich sehr bewegt. Auch wir dürfen für unsere Stadt, unsere Dörfer das Beste suchen. Wir dürfen beten, dass Gottes Frieden hier und heute erlebbar ist, dass er, Gott, Menschen begegnet und liebevoll verändert. Wir dürfen danken für das, was wir Gutes erleben in unseren Dörfern, für das, was wir geschenkt bekommen und auch erarbeiten können. Und wir dürfen bitten, dass Gott diejenigen führt, die Verantwortung tragen, in unseren Dörfern und Städten und auch in unseren Ländern. Auch wenn wir sie vielleicht nicht gewählt haben und nicht mit allen Entscheidungen mitgehen können, so dürfen wir trotzdem und gerade erwarten, dass Gott bei diesen Menschen etwas tun möchte. Und so ermutigt Gott uns und auch die Israeliten etwas später in dem Text mit den Worten, die wir vielleicht aus dem Munde Jesu kennen. Im Vers 12 heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und so ist es unsere Verantwortung, unserer Stadt, unseres Dorfes Bestes zu suchen. Und genau das möchte ich heute Morgen mit euch tun. Amen. Jetzt denkt ihr vielleicht,